So, ich bin hier in Domrep an einer Straßenkreuzung. Es ist hier nicht besonders laut, aber man hört halt recht viel. Und wir gehen jetzt hier gleich rein in den Laden. Da steht ein sehr interessanter, moderner Bitcoin-Automat. Und dann schauen wir mal, wie der so funktioniert und was wir da so alles drüber erfahren. Also bleibt dran, bis gleich. Jetzt sag einmal, wo sind wir denn? Wir sind jetzt im Saussure. Wir sind in Puerto Plata, an einem Bitcoin-Automaten. Und hier sehen wir verschiedene Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Haitianisch, also Kreolisch, Russisch und Fragezeichensprache. Oh, da haben wir noch viele andere. Dann können wir mal hier Deutsch wählen. Und kaufen Sie Bitcoins, willkommen beim Bitcoin-Automaten. Können wir jetzt Bitcoin, Litecoin und Ethereum kaufen. Unten sehen wir die Preise in Peso. Kann man aber nicht richtig lesen hier mit den ganzen Zahlen. Wir entscheiden uns mal für Bitcoin. Dann können wir kaufen, verkaufen, Bargeld abheben, Wallet-Guthaben überprüfen und zurück. Hier gibt es die AGB und Hilfe. Was wollen wir machen? Kaufen. Kaufen. So, Attention, das müssen wir jetzt wieder. Die haben es aber schlecht übersetzt. Oder okay, gar nicht. Wählen Sie weiter und machen wir einfach weiter. Sind Sie eine politisch exponierte Position? Nee, Person? Nein. So, was haben wir jetzt? La Tarifa de Compra consiste, also 150 Pesos für Bitcoin, wird Kommission erhoben. 50 Pesos für Litecoin, 600 Peso für Ethereum. Wow. Und 8% kommen nochmal dazu für Kaufen und Verkaufen auf den Betrag. So, und Bitcoin-User Laret, okay, wir stimmen erstmal zu. Und dann können wir hier das Limit festlegen. Bis zu 50.000 Peso. Genau, zwischen 50 Euro, da sind die Zahlen nicht so groß. Okay. Also bis zu 10.000. Na, bis zu 1.000 Euro. Euro können wir abheben zwischen 1.000 und 4.000 Euro und mehr als 4.000. Ich denke mal, das hängt mit der Kommission zusammen. Hm. Wie viel abheben wollen? US-Dollar, denke ich mal, wird. Die gleiche Limits und hier gehen wir wieder zurück auf Euro. Mhm. Was wollen wir machen? Grün. Grün. 1000 Euro. Geben Sie Ihre BTC-Zieladresse ein, scannen Sie den QR-Code der Wallet. Mhm. Das heißt, irgendwo. Da ist das Fach, das schwarze. Das schwarz beleuchtete, ja, genau. Kommt aber nicht rein. Nein, nur davor halten, quasi, davor, vors Glas. Okay. Ah, stimmt, gibt's. Genau. Ein Foto ein von deinem Bauch. Código QR. Die Zieladresse der Wallet, Sie hatten gekauft, die Bitcoin überwiesen. Achten Sie darauf, dass die Adresse korrekt ist. Okay. Okay, sieht gut aus. Haben Sie keine Wallet? Oh, wir haben keine Wallet. So, und dann können wir hier gucken, können bei Google Play oder im App Store eine Bitcoin RD Wallet oder eine Dash Wallet installieren. Dash habe ich aber nicht gesehen. So, abbrechen. Genau. So sind wir wieder zurück. Und das war's für heute. Genau. So, das war's mit dem Bitcoin. Wir haben da nochmal mit der Mitarbeiterin im Laden geredet, die ist nicht angestellt. Und die hat gesagt, der Großteil der Leute, die hierher kommen, sind Dominikaner und Haitianer. Aber die Haitianer kaufen bevorzugt Litecoin, während die anderen, die Dominikaner, eher Bitcoin kaufen. Und man hat ja auch gesehen, es gab da verschiedene Staffelungen der Preise. Und das kennen wir ja von hier, von anderen Läden auch, dass wenn man halt kleine Beträge abhebt, 8% Kommission bezahlt und bei größeren Beträgen mehr. Also bis zum nächsten Video. Bleibt uns gewogen, macht einen Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.